Also das hat offensichtlich nicht geklappt. Abgesehen davon haben wir jetzt ein bisschen wenig Pfeile, um es nochmal zu versuchen. Epona, würdest du dich bitte einfach nach links drehen? Nach links drehen. Du sollst dich nach links drehen, Pferd. Egal. Dreh dich. Ja, gute Idee, lauf rückwärts. Wenn vorwärts nicht geht, dann lauf rückwärts. Oh Mann. Links drehen? Links drehen? Ja, super. Hast du toll gemacht, Pferd. Oh Mann. Ja, also wenn das mit der Abschießerei dann nicht so einfach ist, brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Munition. Den werden wir oft probieren. Und habe ich da wirklich was vergessen? Nee, da habe ich doch nichts vergessen, oder? Ich habe doch in Kakariko nichts vergessen. Nee, dann lassen wir das sein. Probieren wir noch den anderen Geist zu erwischen und dann kümmern wir uns um andere Sachen, die ich vergessen habe. Denn so oft wir uns auch schon auf die Legende von Links Ablenkungen eingelassen haben, ich habe immer wieder versucht, irgendwelche Quests zu machen und habe dann während dem Zocken vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Deshalb waren die ja auch immer so kurz, diese Legenden von Links Ablenkung. Also das war dann immer eine Stunde oder so und dann wusste ich nicht mehr, was ich noch machen sollte oder wollte und dann, ja, fertig, reicht mir. Sinn und Zweck der Sache ist es aber doch eigentlich, alles zu sammeln oder so ziemlich alles. Ich meine, die Skulpturas lassen wir immer noch aus und wir werden auch einige sinnlose Upgrades von Waffen auslassen. Beispielsweise die Fähigkeit, mehr, keine Ahnung, Dekustäbe tragen zu können oder so ein Quatsch. Wer interessiert sowas schon? Wer braucht das schon? Aber, ja, andere Sachen werden wir natürlich mitnehmen. So, kommt hier jetzt was? Nö, dann muss ich den echt schon haben. Und waren wir eigentlich jemals unter dem Fels drunter? Ich meine, wir haben mittlerweile, glaube ich, die Möglichkeit, den kaputt zu machen, oder? Brauchen wir dafür nicht irgendwie unseren blöden Hammer oder so? Oder war das anders? Das war anders, oder? Triff einfach. Mist. Eigentlich ist er leicht zu kriegen, der hier. Der ist auf einer großen, freien Fläche. Da kann man nicht viel falsch machen, aber... Ihr seht's ja, ich bin einfach zu unfähig, mit so einem Ding zu zielen. Hm. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass der Controller ein bisschen ausgelutscht ist, natürlich. Und liegt auch daran, dass ich überhaupt kein Training habe, mit dem Analogstick zu zielen, aber... Okay. Ich wollte gerade den Bogen wegstechen, weil ich gedacht habe, jetzt will er mich verarschen und kommt nicht mehr. Aber nö, er lässt mich doch noch. Finde ich gut. Da haben wir wenigstens einen Geist noch gefangen. Fehlen noch drei, sollte ich mir merken. Werde ich aber sowieso nicht, weil ich bin unfähig, mir irgendwas zu merken. Das wissen wir ja schon lange. Jetzt mähen wir gerade noch ein bisschen Gebüsch. Gucken wir noch, was es mit dem Steinleiten auf sich hat. Aus reiner Neugier. Okay. Ist hier ein Geist? Du bist gar nicht möglich. Ich habe hier alles getötet, was da war. Du kannst hier gar nicht sein, Geist. Geh woanders hin. Kann doch nicht sein. Ich habe doch an der Stelle jetzt schon zwei Geister gefangen, oder nicht? Und wie kann dann da noch ein dritter sein? Vielleicht kommen die auch so, wenn sie Lust haben oder so. Ich weiß nicht. Also, dass die Nachtschwärmer nicht mehr kommen, wenn man sie gefangen hat, ist klar. Aber wenn ich vom Pferd, nicht vom Pferd aus unterwegs bin, sondern zu Fuß, dann sind die Nachtschwärmer ja auf einmal Irrlichter und vielleicht kommen die als Irrlichter ja trotzdem. So, und der Druck kann eigentlich nur Geld sein, also ignorieren wir sie einfach mal. Aber ich zeige euch noch was Schönes, weil wir es noch nie in dem Spiel gesehen haben. Ja, nur der Vollständigkeit halber. Na? Ja, danke schön, das wollte ich sehen. Wir können mit den Dingern nicht nur reden, wir können auch jede Menge Blödsinn damit machen. Ich weiß nicht, was die Leute bei Nintendo genommen haben, als sie sich das ausgedacht haben, aber... Ja, es ist irgendwie Wahnsinn. Und nur so, um es gesagt zu haben, ich habe euch das die ganze Zeit vorenthalten, weil ich dachte, es wäre nur bei Majora's Mask möglich. Tatsache ist, ein Video habe ich gesehen, es geht auch mit Ocarina of Time, also musste ich das jetzt natürlich nachholen. Alles andere wäre euch gegenüber ja nicht fair gewesen. So. Ich weiß nicht, was ich mit den Rubinen hier anfangen soll, Leute. Könntet ihr mir vielleicht irgendwas hinterlassen, was Sinn macht? Und du geh mir nicht auf den Keks. Schöner Geist. Ja, es wäre so einfach, ne, wenn man von Epona aus die blöden Kack-Nachtschwärme einfach anvisieren könnte. Dann wäre das ein Kindergarten, aber nö. An sich ist natürlich auch die ganze Quest fehlgestaltet, sag ich mal. Also, ihr bekommt für diese Aufgabe nur eine neue Flasche, die ihr eigentlich viel besser schon eher im Spiel gehabt hättet. Also, es wäre gut gewesen, wenn ihr sie früher im Spiel bekommen würdet. Tut ihr aber verdammt nochmal nicht und, ja, so müsst ihr euch dann mit so einer blöden Quest rumschlagen.
War da schon wieder ein Geist? Okay. Ah nee, das wird der andere Geist gewesen sein, der jetzt verschwunden ist, weil sein ich bleibe an Land, um mich fangen zu lassen, Moment vorbei war. Also sein Timer war um. Ja, ja. Okay, nee, hier hinten ist bestimmt nichts mehr. Also gucken wir noch nach dem komischen Stein. Wo ist er? Stein? Müsst ihr nicht irgendwo in der Nähe einen Stein gestanden haben? Ich bin verwirrt. Okay, reiten wir mal noch da hoch. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen Geist. Oder ich habe mich geirrt, aber das wäre ja nichts Neues. Könnte auch sein, dass es einer der beiden Geister ist, die wir von unten ausgefangen haben. Also, da bin ich mir nicht sicher. So, wie bei allem, was ich hier treibe. Ja, die Geisterjagerei, die ist wirklich ein bisschen doof. Und wie gesagt, sie stehen nicht mal, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, steht die Position der Geister nicht einmal im Spieleberater von diesem Spiel. Also das heißt, wenn ihr nicht wisst, wo die Geister sind, weil ihr es eben ewig gesucht und ausprobiert habt oder weil es euch jemand gesagt oder gezeigt hat, dann bringt euch da nicht mal der Spielberater weiter, was echt extrem dämlich ist, weil wofür kauft man sich das Ding, wenn es einem doch nicht alles sagt? Aber naja, dafür ist er schön bunt. Ja. Kein Geist hier. Irritiert. Aber ich bin der Meinung, da müsste einer sein. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage vom Winkel, aber theoretisch müsste da noch einer sein. Naja. Stirb! Das war aber knapp. Und runter. Lass mich absteigen, Nepona. Lass mich absteigen, bevor der Geist weg ist. Oh, verdammt, der ist noch einen halben Kilometer von mir entfernt. Toll. Würde Nepona sich nicht so dämlich anstellen, hätte ich es natürlich einfacher gehabt. Aber wenigstens haben wir noch einen erwischt. War eine schwere Geburt. So, wenn ihr irgendwas piepsen gehört habt zwischendurch, das war meine Armbanduhr, die sehr nah an meinem Mikrofon ist, dummerweise. Und die hat mir gesagt, es ist jetzt 11.30 Uhr. Steh mal auf oder so. ja. Dummerweise bin ich schon lange wach und dementsprechend war das jetzt etwas unnötig und einfach nur stört. Schön, dass es da war. Gut. Wieder ein Geist mehr. Ich mach's echt gut. Also einen wissen wir jetzt immer noch, wo er ist. Und alles andere interessiert im Moment nicht. Also klar, einen müssen wir noch suchen, ja. Aber nicht jetzt. Ich finde, ich habe das jetzt als Geisterjäger verdammt gut gemacht. Ich war jetzt ausnahmsweise mal richtig schnell. Hab einige Geister gefangen. Und jetzt können wir uns erstmal wieder um andere Sachen kümmern. Denn es gibt ja noch so extrem viel zu tun. Unter anderem wollte ich euch noch beweisen, dass ich nicht wahnsinnig bin. Ich weiß nur nicht, ob ich es beweisen kann. Ja, ich bring dir schon wieder so ein Ding. Und es wäre extrem cool, wenn deine Textbox nicht so langsam wäre und ich sie nicht 100 Millionen Mal neu durchdrücken musste, für den gleichen Text, den du mir seit 100 Jahren zeigst. Wenn sich wenigstens eine Zahl da drin verändern würde, sprich, dass er nicht sagt, du hast jetzt 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto, gut, sondern, du hast jetzt 800 Punkte auf deinem Nachtschwärmerkonto, dann würde das ja noch Sinn machen. Aber es ist immer exakt genau die gleiche Box. Nee, selbst wenn er sagen würde, du hast diesen 900 Punkte, würde es keinen Sinn machen. Dann müsste man wenigstens bis dorthin die Box durchtriggern können und dann eben die Zahl gezeigt kriegen und ja, das wär's. Aber nee, man muss es sich immer wieder komplett durchlesen oder ja, jede Box einzeln durchdrücken und so weiter und so fort. Ist ein bisschen doof gemacht. Aber sagt ja niemand, dass alles in dem Spiel hier perfekt ist. Habe ich nie behauptet. Ich habe mich auch über die ganzen extrem in die Länge gezogenen und immer wiederkehrenden Kistenschieberätsel aufgeregt. Also ich meine, das ist wirklich Spielstreckerei in dem Ausmaß, wie es hier drin ist. Aber ja, da sind wir auch noch nicht ganz durch. Ne? Da kommen noch ein paar mehr. Das ist sehr ermutigend. So, reiten wir nochmal an dem Baum vorbei. Vielleicht kommt hier doch noch ein Geist. Und ich habe noch eine Idee, wo noch ein Geist sein könnte. Ich will es jetzt wissen. Nope. Aber wenn man hier richtig vorbeireitet, müsste ein Geist erscheinen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den noch nicht hatten. Die Frage ist nur, was ist richtig? Das war jetzt zum Beispiel falsch. Und mit dem Stein, wir können den noch nicht wegräumen. Nee, wir sind nicht Hulk. Gut. Dann überlegen wir uns eine andere Ablenkung für Link. Es gibt ja zum Glück genügend. Und ich habe schon einen konkreten Plan. Es wurde auch mal wieder in den Kommentaren geschrieben. Hätte ich vielleicht mal machen können beim letzten Mal, aber
Da habe ich mal wieder nicht so weit gedacht und deshalb müssen wir das eben jetzt nachholen. Wir gehen in Zoras Reich und gucken uns dort noch ein bisschen um. Wir haben vor langer, langer Zeit dort mal was bekommen, als wir in Zoras Reich unterwegs waren. So eine blaue Rüstung haben wir gekriegt und wir haben in so einer Eishöhle Stiefel gefunden. Das war eine ziemlich perfekte Kombination. Die Reihenfolge war zwar andersrum, wir haben erst die Stiefel gekriegt und dann die Rüstung, aber das hängt ja beides zusammen und es war wirklich eine perfekte Kombination, um ein Herzteil zu holen, das direkt dort ist. Und normalerweise würde auch jeder vernünftige Mensch, nehme ich an, in dem Moment, wo er die Eisenstiefel kriegt, die auch gleich mal ausprobieren, um vielleicht den Grund dieser Zora-Quelle mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich habe aber nie behauptet, dass ich ein normaler Mensch bin und deshalb habe ich es nicht ausprobiert oder so. Ach verdammt, das Ding will ja trotzdem weiter drauf bleiben können. Egal. Ja, und deshalb muss ich das jetzt nachholen. Ja, weil ich eben kein normaler Mensch bin und nicht neugierig und so, habe ich mich mit anderen Sachen aufgehalten, habe aber daran nicht mehr gedacht. Und das, obwohl ich mir vorher noch fest vorgenommen hatte, genau dieses Herzteil am Grund der Zora-Quelle zu holen. Ich habe es echt einfach vergessen. Und dann steht es halt kurz drauf in den Kommentaren, das ist immer so, aber ja. Ich habe es letztens schon mal gesagt, das ist eben ein Let's-Play-Effekt, ne? Mikro an, Hirn aus. Und das war das falsche Lied. Und ich glaube nicht, dass Epona hierher kommen wird. probieren wir es mit dem richtigen Lied. Ja, hört sich eigentlich fast gleich an, sind auch die gleichen drei Noten, die ich immer spiele, nur in einer anderen Reihenfolge. Deshalb diese Verwirrung, deshalb verwechsel ich immer Eponas Lied und Zeldas Lied. Aber ist ja nicht unser Problem, nicht mein Problem, nicht euer Problem und überhaupt. Es ist ja zum Glück keine große Sache. Gut, hier gäbe es übrigens noch bei Nachts Kulturas zu holen und so ein Kram, aber nö, damit verbringe ich jetzt keine Zeit mehr. Und hier hätte ich als Kind auch noch was erledigen können, müssen und sollen, um noch ein Herzteil zu kriegen. Das heißt, wir müssen nachher noch mal hierher. Jetzt müssen wir hierher, weil wir als Kind das Herzteil in Zoras Quelle nicht kriegen können. Und wenn wir ein Kind sind, müssen wir hierher, weil wir ein Herzteil hinter dem Wasserfall nicht bekommen können, der ja jetzt im Moment kein Wasserfall ist, sondern eine Eissäule. Kein Eisfall, das gibt's nicht. Also es gibt zwar fallendes Eis, aber keinen Eisfall. Ja, gut. Muss übrigens extrem kalt hier sein, wenn sogar das Wasser an einem Wasserfall gefriert. Erstaunlicherweise scheint das dem Zora-König aber gar nichts auszumachen. Und dass der Rest von seinem Land immer noch tiefgekühlt ist, macht ihm offenbar auch nicht viel aus. Ist ja egal, ne? Hauptsache er ist aufgetaut und alles in Ordnung. Ja, macht Sinn. Gut, wir wollten uns den Grund des Hylia-Sees ansehen. Nee, ich laufe noch 3 Meter. Ich weiß nicht genau, wo das Herzteil ist, aber auf der Eisplatte ist es definitiv nicht. Und wenn ich jetzt die Schuhe schon angezogen hätte, dann wäre ich ein bisschen langsam unterwegs gewesen. Also, blub. Ich muss mal was ausprobieren. Funktioniert das, wenn ich jetzt... Nee, okay. Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Ist ja auch völlig egal. Interessiert doch keine Sau. Komm, Link, tauch mal ein bisschen schneller. Also ich sehe Rubine. Ja, die sind auch schwer zu übersehen, wenn sie so schön leuchten da. Und da ist noch ein Rubin. Huhu. Und, ja, irgendwo... Genau, die führen in ein Zentrum und dort liegt einsam und allein an der tiefsten Stelle des Sees. Ein Herzteil. Wunderbar. Das natürlich so tief liegt, dass man niemals hätten runtertauchen können, aber, ja. Interessiert auch nur zweitrangig. Hauptsache, wir haben's. So, du Schuhe aus und wieder umziehen, bitte. In Rot bist du einfach stylischer, Link. Interessant, dass wir mittlerweile schon über 2 Minuten unter Wasser bleiben können. Ohne unsere Zora-Rüstung. Aber trotzdem nur 6 Meter tief tauchen können. Oder 6 Sekunden lang tauchen können. Das kommt aufs Gleiche raus. 6 Sekunden gleich 6 Meter in dem Fall. Und ja, oh, bin ich in die falsche Richtung geschwommen. Das ist doof. Ich will euch nämlich immer noch beweisen, dass ich nicht wahnsinnig bin. Und es gibt eine Möglichkeit, das eventuell sogar zu schaffen. Ich bin nämlich vor langer, langer Zeit, nee, eigentlich bei der letzten Legende von Links Ablenkung, die so lange auch wieder nicht her ist, aber egal, bin ich hier rumgeirrt und hab was gesucht mit dem Auge der Wahrheit. So eine Höhle, die ich vermutet habe, dass sie irgendwo existieren sollte. Aber ich konnte sie nicht finden. Und ich weiß jetzt auch wieder warum. Ich habe echt gedacht, ich hätte das irgendwie mit einer Stelle aus Majora's Mask verwechselt oder sonst irgendwas. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe da absolut recht gehabt, die Höhle existiert. Und ich wusste auch noch, warum ich die gesucht habe. Nämlich wegen der Skulptur, die man hier auch gelegentlich gehört hat. Die man hier eigentlich hören müsste. Komisch. Mal da hoch. Da ist die Höhle. Ihr seht sie, ja? Und dort ist auch die Skulptur. Und der Weg dorthin führt durch diesen Stein.
Dummerweise können wir nicht durch Steine laufen. Noch nicht, jedenfalls. Ja, also da ist eine Höhle unter dem Stein und mit der kämen wir zu der Skulltula hin. Und dann wäre alles super, weil dann können wir die holen und armen. Wir brauchen sie zwar nicht, aber es geht im Prinzip. Ne, da brauchen wir wirklich was anderes für. Der Hammer bringt da gar nichts. Der Hammer bringt im ganzen Spiel nichts, verdammt. Ja, da oben. Wir werden es nicht tun. Also, es gibt ein Item, das kriegen wir noch. Und mit dem könnte man den Stein wegräumen und dann das Loch darunter gehen. Kriegen wir noch alles, aber wir werden es trotzdem nicht tun, weil auf das Kultur können wir zu verzichten. Ich habe jetzt nur bewiesen, dass ich nicht völlig gestört bin und, ja, dass ich irgendwie mich anders erinnert habe, dass tatsächlich stimmen könnte. So, jetzt ist die Frage, wie geht denn Linksablenkung jetzt eigentlich weiter? Ich mache mir da gerade echt Gedanken drum. Vielleicht sollten wir erstmal in die Zitadelle der Zeit zurückkehren, ja, und uns zum Kind machen, mal wieder. 63 Skulptur, also wie gesagt, mir reicht das völlig. Kantat des Lichts, so, okay. Das kriegen wir doch hin.